Alle sind ready für dieses Spiel. Der FC Bayern München steht schon in den Katakomben. Und die beiden Teams kommen auf den Platz. Der FC Bayern, angeführt von Manuel Neuer. Der BVB, angeführt von Kapitän Marco Reus. Schiedsrichter in dieser Partie ist Daniel Siebert. Der letzte Bayern-Spieler, der rauskommt, natürlich Robert Lewandowski. Direkt neben ihm Erling Haaland. Holy shit, Alter. Holy shit, Junge. Und die Partie ist eröffnet. Der FC Bayern München trifft auf den BVB. Können wir heute deutscher Meister werden? Mit einem Sieg ja. Unentschieden und Niederlage reichen nicht. Ich hoffe es. Auf geht's. Leon Goretzka spielt einen Ball schön durch auf Gnabry. Aber Guerrero passt auf. Ein Ticken zu lang. Der wäre sehr gefährlich gekommen. Guerrero durch die Beine. Zagadou fälscht ihn minimal ab. Dadurch vermutlich Guerrero eher rangekommen. Jetzt Eckball von rechts. Kimmich mit rechts, wird also vom Tor weggedreht werden, der Ball. Kimmich mit der Ecke, die kommt gar nicht schlecht. Gnabry hat ihn, Gnabry! Ja! Gnabry mit dem 1:0! Und was für eine Bude! Und was für ein Tor! Oha! Der FC Bayern trifft nach der Ecke! Let's fucking go! 25. Schön wär's! Schlecht wär's! 15. Minute! Gnabry! Eckball, Goretzka legt ihn ab, Gnabry schießt aus knapp 16 Meter, nimmt ihn mit der Brust an und knallt das Ding oben links in den Winkel, Mann. Nimmt ihn mit dem Knie an und dann Volley, Alter. Tor des Monats, weiß ich nicht. Geile Bude, Mann. Absolutes Traumtor von Serge Gnabry, Junge. Und Nagelsmann geht richtig ab. Holy shit, Junge. Gnabry. Gnabry. Gnabry! Bisher gab es keine Chance vorher. Es gab vorher keine Torchance. Und das erste Ding und dann, ich hab mir gedacht, der kommt gut. Als ich gesehen habe, Gnabry, wie der da stand, dachte ich schon, der Ball kommt gut. Oh, oh, Brand steckt ihn durch. Haaland, schwacher Abschluss. Kriegt er da noch einen ab? Lol, warte mal. Bayern verliert hinten wieder den Ball. Jetzt aber ein bisschen, jetzt mal ein bisschen hier, bisschen konzentrierter werden, Kollegen. Lewandowski vorne, Coman wird geschickt. Legt ihn ab. Gnabry, 2-0, 2-0. Coman blockt den Pass von irgendwem ab. Gnabry kriegt den 2-0. Serge Gnabry, Doppelpack. Was? Das war ein Geschenk. Das war ein Geschenk. Was war das denn? Müller spielt ihn auf Lewandowski. Bitte kein Abseits beim Zuspielen. Nein, nein, es war Abseits, glaube ich. Coman hat den Ball, hat den Fuß vor Wolf. Oder Wolf will ihn nicht zum Torwart spielen, warum auch immer. Geht nicht richtig hin. Coman hat den Fuß davor. Abpraller geht zu Gnabry, der den dann aufs fast leere Tor machen kann. Ich glaube, das war Abseits von Coman vorher. Erstmal Doppeltorschütze Serge Gnabry. Krass. Oh, Abseits. Treffer zählt nicht. Minimal. Minimal. Und die Beine über den Ball. Thomas Müller und Lewandowski legen rüber auf Kimmich. Levi macht's aber. Levi macht's aber. 34. 2-0 FC Bayern. Und wieder Fehler Dortmund. Levi, Junge! Einfacher Ballverlust. Ich wollte sagen, Levi, leg noch rüber auf Kimmich für das safe Ding. Aber hey, wer braucht schon das safe Ding, wenn man Lewandowski vorne hat? Dann kann man den auch so machen, Junge. Dann kann man den auch so machen. Let's fucking go, Mann. Wieder Ballverlust. Kimmich passt auf. Müller nimmt ihn an, legt ihn rüber auf Lewandowski und es war eine gute Entscheidung zu schießen. Zagadou mit dem Fehler. Wird unter Druck gesetzt. Kimmich macht dann bei Chandruk vor der Ballannahme. Gnabry kriegt den Ball noch abgeprallt, dass er zu Müller geht. Lewandowski schließt mit links unten rechts ins Eck ab. War sehr klug, weil ich glaube, Akanji hätte den Weg zugestellt. War glücklich durch die Beine von Bürki. War kein besonders guter Abschluss. Bürki unterwegs in die andere Richtung. Lewandowski ins kurze Eck geschossen. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Knackige Führung. Neuer Spielstand. FC Bayern München. 2. Dortmund. 0. Haben den Ball eben nicht gut rausbekommen. Jetzt wird es mit einem langen Ball versucht. Haaland köpft ihn nach hinten direkt in den Fuß von Lewandowski. Robert, Lewandowski nimmt sich ein Herz und der war so knapp. Oh, aus 19, 20 Metern Abschluss mit links flach, knapp neben das Tor. Und da ist Halbzeit. Halbzeit beim FC Bayern München. Gute erste Halbzeit vom FC Bayern, definitiv eine gute erste Halbzeit. Vamos, der FC Bayern eröffnet die zweite Halbzeit. Hoffentlich wird die Meisterschaft heute sicher gemacht. Hoffentlich. Brandt kriegt den Ball durchgesteckt. Okay, ja, 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 Hernandez kann ihn erst rausspitzen. Brandt immer noch im Strafraum. Und es gibt Elfmeter für Dortmund. Nein! Marco Reus wird da erwischt.
Das ist... Oh mein Gott. Joshua Kimmich scheinbar mit dem Foulspiel. Das sah nicht gut aus. Ja, ja. Reus stellt seinen Körper klug in den Weg. Kimmich erwischt ihn unten am Fuß. Klares Foulspiel. Und Emre Can. Emre Can, der Assi vom Dienst, nimmt sich hier den Ball. Ex-Bayern-Spieler. Wo ist Neuer? Also, Neuer steht im Tor. Emre Can gegen Neuer läuft langsam an und er ist drin. Fuck! Anschlusstreffer BVB. 4 von 4 für Emre Can. Flach halb links. Neuer 4 Remi Demi gemacht, war nicht sonderlich gut geschossen. War, ja, bisschen flach. Ja, vielleicht halb hoch, halb links. War nicht mal, nicht, ja, war kein guter Elfmeter. Neuer taucht in die andere Ecke ab. Wer in die andere gesprungen hätte, den halt zu 100% gehabt. Pavard und Goretzka. Gutes, oh mein Gott, und Haaland kriegt den abgeblockten Ball. Erling Haaland, einer davor, steckt ihn durch das Marco Reus, der ist lang und länger, Neuer hat ihn. Upamecano klärt ihn von der Linie. Und Serge Gnabry auf Leon Goretzka. Können die Bayern was machen aus dem Gegenzug? Können sie nicht. Und Foulspiel von Goretzka dann. Davis, Ball wird abgeblockt, Bellingham schmeißt sich wortwörtlich in den Weg. Und jetzt das Laufduell, Haaland gegen Upamecano. Dayo Upamecano gegen Erling Haaland. Ball durchgesteckt auf Reus. Hernandez! Was ein Tackling von Hernandez, Junge! Alter! Kommt von hinten angerutscht und grätscht den Ball weg von Reus. Junge! Bester Verteidiger der Liga! Alter! Ohne Scheu mit offener Sohle und dann klärt er das Teil. Boah, war das gut! Goretzka auf Lewandowski. Lewandowski nimmt ihn mit, kommt zum Schuss. Und knapp vorbei am langen Eck. Aber... Pavard liegt wieder auf dem Boden. Abstoß BVB. Hey. Und Sprechchor beim FC Bayern. Thomas Müller im Strafraum. Müller mit links. Lewandowski abgeblockt. Was eine Tat von Hitz. Was war das denn? Jamal Musiala im Strafraum gegen Akanji. Musiala ist zum Schuss. Hitz unsicher. Ball wird geklärt. Immer noch heiß. Sabitzer. Musiala. Ja, ja. Es war kein Abseits! Musiala mit dem 3-2-1! Bambi! Let's fucking go! Jamal Musiala! Deckel drauf, Topf zu! 83. Musiala! Jamal Musiala! Rumgestochen im Dortmund-Strafraum. Und da macht Bambi das Ding, Junge! Es fängt bei ihm an. Super Dribbling. Kommt zum Abschluss. Schluss. Guerrero klärt ihn raus. Guerrero hebt das Abseits auf. Dreimal angeleitet, nimmt ihn mit links an, dann Sabitzer hat entscheidend gestört. Musiala nimmt ihn mit dem rechten Oberschenkel an, rechts, spielt ihn noch mit einem Aufsetzer aufs Tor und das ist das Ding, Jungs. Ich will es nicht zu früh callen, aber Deutscher Meister wird nur der FCB. Ja! Abpfiff! Der FC Bayern München schlägt den BVB mit 3-1. Deutscher Meister wird nur der FCB. Deutscher Meister 2022, 10 Jahre in Folge. Gute Performance, den BVB geschlagen. Deutscher Meister, let's go!